Hier sehen wir aber auf jeden Fall erstmal, Utility-Sektor und Energiesektor sind die, die im Moment zumindest übers letzte halbe Jahr hier ganz weit vorne sind. So, dann schauen wir mal kurz, was wir hier im S&P 500 finden. Da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, Trades zu finden über dieses Gersh-Trend-Plugin. Ich zeige einfach mal zwei Möglichkeiten, die jetzt gar nicht unbedingt direkt mit den Handelssignalen zu tun haben. Das eine ist, wir machen das Gleiche wie bei den Sektoren. Wir sortieren uns diese Liste einfach mal nach dem RSL, ja, also nach der relativen Stärke. Und jetzt sehen wir sofort die 500 S&P-Aktien in der richtigen Reihenfolge ihrer relativen Stärke sortiert. Ja, und jetzt fällt hier vielleicht auf Enphase Energy, na, das ist die Aktie mit der größten relativen Stärke, obwohl sie eigentlich über die letzte Zeit hier im letzten Monat gar nicht so gut performt hat. Aber wenn ich mal den Chart aufmache, dann seht ihr natürlich sofort, warum. Ja, weil wir hier eine sehr dynamische Anstiegsphase drin haben. Na, und wir sehen auch, dass wir vor dieser Anstiegsphase hier mit dieser Kerze ein Long Setup bekommen haben. Und das war das ideale Setup, um hier zu kaufen. Ja, wir haben eine bullische Umkehrkerze. Eine bullische Umkehrkerze sieht typischerweise so aus. Wir haben einen Kerzenkörper und wir haben einen Docht, der eben nach Möglichkeit hier relativ lang ist. Ja, und vielleicht nur ganz kurz nach oben, wenn überhaupt. Das ist ja, ein bullischer Hammer, mehr oder weniger. Und jetzt ist es ideal, wenn dieser Docht hier als Pinbar ganz kurz nur ein neues Tief macht. Und genau das haben wir hier gesehen. Wenn wir uns das hier anschauen, ja, dann sehen wir, dass wir hier ganz kurz ein neues Tief gemacht haben, sofort die Käufer reingekommen sind und das ganze Ding hier komplett gedreht haben. Und wir schließen genau am Hoch des Tages. Viel dynamischer geht es schon gar nicht mehr. Und jetzt haben wir hier eine Mörderkombination. Wenn wir uns das Ganze hier nämlich anschauen, dann sehen wir, wir haben also als allererstes hier diesen Pinbar. Wir eröffnen am nächsten Tag mit einem Gap. Ein Gap ist das stärkste Momentum überhaupt. Und wir haben hier unten, da sehen wir es ganz deutlich, diesen Gersh-Trend, der gerade in der Dynamik zunimmt, der also zeigt, wir haben hier eine klar zunehmende Trendstärke. Und wir haben eine Korrektur gehabt, die ausgereicht hat, den ganzen Slow-Stochastic hier unter 50 zu bringen. Und wir haben unterhalb der 50 hier positiv gekreuzt. Und im Prinzip war das hier die Eröffnung des nächsten Handelstages. Das war das ideale Einstiegssetup. Gucken wir mal kurz auf die Saisonalitäten. Ja, die sind hier die ganzen nächsten Wochen aufwärts gerichtet. Ja, schauen wir, was der Kurs gemacht hat. Der ist ziemlich genau bis zum Hoch der Saisonalitäten, ist der hier aufwärts gerichtet. Na, und jetzt sieht das Ganze so aus, dass wir hier in so eine leichte Seitwärts- bis Abwärtsphase kommen und im Moment setzt sich das Ganze hier auch so weiter fort. Gegen Ende des Jahres hier, ab November, haben wir saisonal wieder eine sehr starke Phase. Es ist aber so, dass diese Tiefs und Hochs, die wir über diese Saisonalitäten kriegen, ja, nicht immer so 100% passen wie hier. Ne? Das sieht man hier vielleicht auch ganz gut. Ja? Wir haben hier so ein saisonales Hoch. Das stimmt mit dem überein, hatten hier aber vorher noch eins. Also ja, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Und dementsprechend wäre jetzt diese saisonale Abwärtsphase hier, wäre kein Grund für mich, die Aktie nicht zu kaufen. Ja, Enphase Energy ist der größte Player im Bereich erneuerbare Energien, Solar in Amerika. Und das, was mich jetzt hier eigentlich gerade viel eher interessiert, ist dieser kleine Korrekturtrend, der hier läuft. Ich bekomme schon wieder hier die ersten Handelssignale. Die würde ich an der Stelle noch nicht umsetzen, sondern ich würde hier erstmal warten wollen, dass wir aus diesem kleinen Abwärtstrend ausbrechen, eine Bewegung sehen, die hier deutlich rausgeht. Und das zum Beispiel hier, das wäre ein ganz schönes Einstiegslevel, dieses Zwischenhoch. Ja, im Prinzip können wir es uns relativ leicht machen, wenn wir jetzt schauen wollen, wie weit könnte denn dieser Wert noch laufen. Wir gucken uns einfach an,
wie groß ist die Bewegung, die uns in diesen Move reingeführt hat? Das sind hier so ungefähr 70, 80 Dollar. Ja, und diese Bewegung würde ich an das Tief, nehmen wir mal an, wir laufen nicht mehr tiefer als dieses Level, was wir jetzt hier haben. Da sind wir so ungefähr bei 270 Dollar, sehen dann den Ausbruch hier nach oben. Und dann schauen wir von diesen 270 Dollar, 80 Dollar ungefähr nach oben. Dann kommen wir zu einem Kursziel. Das liegt dann ungefähr bei 350 Dollar. Ja, das könnte dann so unser Kursziel sein. Und jetzt müssen wir einfach schauen, wenn wir hier so bei 300 ungefähr kaufen, also hier in diesem Ausbruch zum Beispiel, ja, knapp über 300 kaufen wir, würden unseren Stop hier unten drunter platzieren, na, so im Bereich 270 jetzt meinetwegen, dann hätten wir hier so ein Risiko von 33, 34 Dollar, könnten auf dieses Risiko so 46 Dollar verdienen bis vielleicht 50 Dollar. Und das würde vom Chance-Risiko-Verhältnis her passen. Ja, und dann hätten wir die Gewissheit, dass wir eine der stärksten Aktien überhaupt im US-amerikanischen Markt gerade auf der Long-Seite traden. Und das finde ich immer ganz angenehm.